Ja, servus Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich fange die Vlogs jetzt lustigerweise immer ganz komisch an. Erst mit Arbeit und dann labe ich was. Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ja, wir haben gerade wieder ein wenig Frischfutter für die Kühe gemäht. Jetzt werden dann einige sagen, ja, du kannst doch nicht die alten Disteln mehr. Und die alten Disteln sind ja noch ziemlich jung und klar. Naja. Und meiner Kühe mögen sie, außerdem steht noch Vieh auf der Fläche, weil eigentlich oben hier ist Grünflächen angebaut, aber das ist nichts Gescheites geworden. Das habe ich euch ja schon mal weggemulcht, weil es ja nur träge war und jetzt ist es doch ein wenig gekommen. Jetzt mähe ich halt immer und ja, sind Disteln dabei, aber die putzen sie auch auf. Also wir haben heute früh auch sowas gehabt. Und ja. Die Wanne da, die war komplett voll und ihr seht, das ist jetzt der Rest, der ein wenig rumliegt. Also denen schmeckt das. Und das, was da rumliegt, das ist von dem, was ich gemulcht habe, so ein wenig Druckungszeug, das was sie nicht mögen. Also, wenn sie es mögen, und dann geben sie auch Ruhe und sind zufrieden. Ja, apropos Viecher. Weil mir da jetzt gerade so schön im Stuhl stehen. Mit den Tränen eingehaut, hä? Ja. Ihr wisst ja, ich habe lang kein Video mehr gemacht. Es wurde sehr lang ruhig um mich. Und ja, es ist jetzt oft gebeten worden, ich soll euch einmal wieder die Viecher mitnehmen und euch einmal irgendwas zeigen. Und ja, mache ich heute. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir ja auch mal über was reden. Das ist nämlich auch so mit der Grund, warum ich ehrlich gesagt schon lange keine Lust mehr auf YouTube gehabt habe. Ich habe da so gewisse. Na, ich sprich es jetzt nicht aus da oben, die mich hier können, die mir 20 Mal im Jahr das Veterinäramt schicken und das Wasserwirtschaftsamt und keine Ahnung, weil es ja so lustig ist. In diesem Sinne, euch, mehr sage ich jetzt nichts, also jetzt war das Video auch mit noch gespannt. Ja. Es war so weit, dass ich heute im Frühjahr fast einmal gedacht habe, ich tue die Viecher weg. Ist jetzt aber so geworden, ich habe jetzt den Ludwig weg. Also ihr, wenn ihr jetzt auf die Koppel schaut, die Adele ist noch da, die Rolla ist noch da. Die Adele ist ja die Vorderste, die Rolla ist die dahinter, die hellbraune. Der Joggel, die Annabel vom letzten Jahr. Der Maggie liegt da oben. Der kleine Schwarzer da ist der Rudi, das ist ein kastrierter Bulle, also ist nur noch ein Ochs. Und dahinter liegt noch die Alma, die jüngste. Die ist, also der Rudi ist vor der Rolla. Und die klar, die Alma, die ist vor der Adele. Ja, naja. Der Ludwig ist nicht mehr da. Warum? Ja, eigentlich war er ein wirklich guter Stier. Ein herzensguter Knilch. Das Problem ist, dass die Rolla, die zweite, die da steht, von unten, alter Mistbritschen ist. Ja, ihr kriegt gleich. Das Problem ist nämlich bei ihr, sie hat den Rudi im November gekriegt. 2.11. Ja, 2.11. letzten Jahres, 23. Und ja, sie hat aber natürlich im Frühjahr wieder angefangen, dass er wieder gerindert hat. Und die ganze Problematik dabei ist, der Ludwig war richtig guter Stier. Der hat das Decken auch wunderbar drauf gehabt, sich mehr unter Adele. Echt klasse. Aber der war genervt, weil sie hat zwar gerindert, aber ihn nicht nachgelassen hat. Weil sie hat ja den Rudi gehabt. Und der Rudi, der darf ja immer noch bei ihr saugen. Das lässt sie ja immer noch. Und dann war ja vor der Adele die Alma da. Und dann dürfte die Alma auch noch bei ihr saufen. Also die wäre auch eine geniale Ammenkuh. Das Problem ist, dann hat sie sich eingebildet, ja, ich bin zwar, ich möchte da mal wieder, aber eigentlich möchte ich nicht, weil ich habe ja zwei, die wo ich jetzt gerade zeug. Und dann hat irgendwann der Ludwig probiert, sie zu besteigen und sie hat sich rumgedreht und hat dann gebufft. Und er aus Frust hat sich halt dann angestellt und dann hat er geblökt, immer wenn sie gerindert hat. Und das war, teilweise nervenzerreißend. Ich meine, sie, wenn rindet, ist er auch mal zwar da, wo sie ein bisschen laut, will ich jetzt nicht sagen, aber ein wenig launischer ist.
Sie macht niemanden was, aber wenn halt dann eine durch den Garten läuft und sie ist am Rindern, dann gibt es halt einmal, es wird gleich kommentiert. Also, mu, 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 mu. Weil das ist ja so schön. Wenn du einen Rasenmäher nimmst in der Zeit, dann wird das kommentiert. Dann musst du mitgerannt werden. Und das geht, wie gesagt, hauptsächlich in der Zeit, wo halt sie am Rindern ist. Und das ist ja so alle 18 bis 21 durch. So ist bei ihrem Rhythmus, also so Pi mal Daumen. Ja, und wenn dann halt alle 18 bis 21 durch die Stier auch angefangen hat, dann hat die halber noch dann geschrien, weil er ja frustriert war, weil er sie nicht decken konnte. Aber ja, akut war, die eigentlich ja deckfähig gewesen wäre und die ja dennoch gerochen hätte, dass man sie decken könnte und ja, theoretisch gedeckt werden hätte können. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, ja, dann musste ich mal halt was einfallen lassen. Wie gesagt, ich war dann irgendwann nochmal so weit, dass ich sie alle hätte weg da. Aber es hätte mir das Herz einfach zerrissen, weil ich meine, ich habe mir das alles aufgebaut. Und welcher Abo so blöder Drecksäcke, habe ich mir gedacht, nee, tust nicht. Und jetzt hat der Ludwig nicht weit von mir, 15, 20 Kilometer, ein neuer Platz, oder drei Mädels, die kann ich fleißig beglücken. Da ist er zufrieden. Das ist alles prima. Tja. Danke, Rolla, Dominus. Also, in diesem Sinne, falls irgendwer Interesse an einer dunfarbenen, behornten Dexterkuh hätte, da steht sie. Die ist geboren am 31.10.2019. Ja, hat einmal gekalbt. 19 oder 20? Müsste ich jetzt lügen. Hat einmal gekalbt, ist eine richtig gute Mama, passt wunderbar auf ihre Kälber auf oder auf ihr Kalb. Dient als Ammenkuh theoretisch, säugt auch einmal das Kalb vor einer anderen Kuh, beschützt das Kalb vor einer anderen Kuh, kommentiert, wenn das Kalb vor einer anderen Kuh Blödsinn macht und auf der falschen Koppel steht, weil dann ruft sie es. Also ja. Eigentlich, wie gesagt, eine gute Kuh, aber halt, ja, wenn man mitten im Ort wohnt oder dummerweise der Ort mittlerweile mitten um uns rum ist, früher waren wir ja außen und jetzt, ja, haben ja alle daher gebaut und jetzt erwarten sie ja, dass auf dem Land dann auf einmal Ruhe und Totenstille ist und ja, naja, wie gesagt, jetzt wisst ihr das. In diesem Sinne, ihr da oben, wie gesagt, ich weiß, die gucken da auch rein. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mir gern das Amt noch 20 Mal schicken, weil die Bestätigung vom Amt habe ich gekriegt. Futter ist da, Wasser ist da, Heu ist da, Stroh ist da, sauber ist auch, die Viecher schauen auch gut aus. Weitermachen, was zu weit. Das Problem ist halt, die müssen kontrollieren. Weil es können ja sah, die Stänger bis zum Bauch verdreht. Ja, ihr kriegt gleich. Das ist die Röller. Könnten ja bis im Bauch im Dreck stehen, die könnten ja verhungern, die könnten ja gar Wasser nicht tun oder sonst was und tja, da sind sie auf jeden Fall. Und wie gesagt, für die Röller, ich suche noch einen Platz. Ich habe jetzt mittlerweile schon mal ein paar Viehhändler angerufen, also selbst wenn es ein Geschlachtmandat ist, ist schon drum, aber ich möchte die Truppen zumindest zu weit reduzieren. Die Adele, die Annabelle, die Alma sind schöner, ruhiger Kühe. Die stammen ja, wie gesagt, die Annabelle und die Alma sowieso von der Adele ab. Der Rudi ist ein ganzer Lieber, schreit nicht. Ist jetzt wie gesagt der Ochs, den hätte ich großgezogen und hätte ihn dann irgendwann einmal selber schlachten lassen. Ist auch prima. Aber sie bringt halt immer so einen gewissen Unfrieden rein und deswegen soll sie eigentlich weg. Die fühlt sich wahrscheinlich in einer richtig großen Herden wohl, wo dann ein paar Rinder mehr stehen. Oder die wäre auch wunderbar, wenn du ein wenig außerorts bist. Da ist eine richtig klasse Kuh. Aber direkt im Ort ist halt. Naja, so ist es. Ja, ich mache jetzt mal den Stuhl sauber. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann laden wir das ab. Dann versorgen wir die. Dann sind sie nämlich ruhig. Und dann schauen wir mal bei den Schweinen und bei den Hühnern und bei den Zieberler vorbei. Und dann machen wir unter Monozentra weiter, weil da habe ich nämlich über einen Zuschauer die Teile gekriegt, die ich gebraucht habe. Und ja, das zeige ich euch dann. So, der Stall ist sauber, Futter haben sie. Adele frisst Heu. Heu, also für die Skeptiker, gell? Heu, Stroh ist da. Ja, also falls der zuguckt, ne, ihr könnt mich mal.
Habe ich nämlich. Wasser haben wir auch. Wird morgen wieder frisch gemacht, weil das ist gestern Abend frisch gewesen. Und da gibt es jetzt dann noch das Futter. Da. Also für die Skeptiker, die mir zugucken, die haben alles, was sie brauchen. Stroh, Heu, Wasser, einen sauberen Stall und Gras. Oder Silo wahlweise. Jo. Und damit nicht einer auf die Idee kommt, ich mache das vielleicht nur fürs Fernsehen, wenn man so schön sagt, oder für YouTube. Ich habe einen eigenen Anspruch, der Stall muss sauber sein bei mir, das muss anständig sein. Weil was ich nicht leiden kann, ist, wenn überall Dreck liegt, wenn die Wasserkübel versifft sind, wenn die Scheiße überall rumliegt und du kannst nicht laufen. Das ist was, das konnte ich noch nie leiden, das werde ich auch nie leiden können. Ich habe einen gewissen eigenen Anspruch, das muss bei mir sauber sein. Das ist einfach so. Ich will den Boden gekehrt haben, der Boden muss schön sauber sein, der muss blank sein. Gut, jetzt darf er schon wieder rumzuckeln und spätestens, wenn die Gasen wieder anfangen mit ihrer Pöbberla. Ja, okay. Ja, okay. Raus. Raus. Du warst schon, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe einen gewissen Anspruch und wer mich kennt, der weiß, ich bin doch recht pingelig. Ich nehme das recht genau und ja, vielleicht ein wenig übertrieben. Also das Amt war ja schon da und da waren die Wasserkübel ein wenig groß drin angelegen, wo sie halt reingegafelt haben. Die haben da gefressen und haben da gesoffen und dann ist da so ein wenig was rumgedümpelt. Und dann waren die damals da, dann habe ich bei denen entschuldigt, dass das Wasser so ausschaut. Wird natürlich abends gleich wieder frisch gemacht, weil so mache ich nicht. Ja, wollen Sie das Wasser wohl wegschütten, weil das so aussieht? So, ja, also das Dreck drin, ich saufe jetzt nicht mehr und meine Viecher kriegen das dann auch nicht mehr. Ja, aber das Wasser ist doch noch tiptop in Ordnung. Ja, also bei mir muss Wasser sauber sein. Sauberes Wasser. Ist wichtig. Könnte ich übrigens über meiner Kübel ausscheuen, dass er richtig blitzeblank sind. Weil fängt halt jetzt an durch die Sonneneinstrahlung, dann hast du eine leichte Algenbildung. Ja, wie gesagt, ich habe da so einen gewissen eigenen Anspruch und ich bin da penibel und ja, das ist jeden Tag meine Arbeit. Ich kehre jeden Tag alles händisch durch mit dem Besen und ich tue auch jeden Tag mit dem Schorer erben, deswegen hier liegt da auch keine Scheiße mehr. Das mache ich innen wie außen. Das kostet jeden Tag in etwa eine halbe Stunde Zeit hier im Stall und es kostet jeden Tag eine halbe Stunde bei Schweinen und Hühnern. Es ist aber mein gewisser eigener Anspruch. Ich möchte es so haben und sonst bin ich nicht zufrieden, weil dann kann ich auch nicht ins Bett gehen, dann fühle ich mich nicht wohl. Weil wenn ich weiß, meiner Viecher liegen in der Scheiße, kann ich nicht schlafen gehen. Ist so. Aber es gibt ja Leute, die machen ja die Viecher, weil sie schreien, dann müssen die eine Scheiße drin liegen. Naja, jetzt laden wir mal. Thank you.
Oh Leute, die Kamera, die kotzt mich an. Die ist ja genauso blöd wie ihr, Alter. Gerade noch was aufgenommen, einen Bulldog geparkt gehabt. Und wieder rauf, die Kamera ausgeschaltet. Dann hat es ja ewig gebraucht, bis er sich vom Video getrennt hat. Dann habe ich versucht, das zu machen. Ja, ich weiß ja nicht, was er da getrieben hat, aber ich habe am Anfang ein Bild gehabt und dann hast du nur noch Ton gehabt, aber Standbild. Vielleicht ist die Temperatur so saumäßig warm, ich habe keine Ahnung. Also vor der GoPro, ich bin überhaupt nicht mehr begeistert. Sorry. Also das war mal eine gute Kamera, aber das ist nur noch Schrott. Ehrlich wohl. Ja, gut. Also der Stuhl ist jetzt soweit fertig. Ich hau ihn später dann nochmal auf vorne rein. Also wie gesagt, falls jemand Interesse hätte an dieser dunfarbenen Kuh, an der Röller. Die hatte schon ein Kalb. Das ist der Rudi. Ist allerdings schon ein Ochse. Ja. Adele, du bist ganz schön ausgemergelt. Ja. Die Ladung jetzt versäumen und. Naja. Ein Würmer muss ich sagen. Oder mal wieder. Sagen wir mal so. Ja. Naja, wie gesagt. Dort liegt die Alma. Ja, und die, wie gesagt, die wird es ihm hergeben. So schaut, wie es ist. Aber es hat ja keinen Wert. Ich habe sehr gute Ohrmeigen für so. Ich steht momentan ein Kleinanzeigen, ne, steht da glaube ich nicht mehr drin. Die Ohrmeigen können wir reinmachen, wenn man sie einfängt, wenn man sie verlädt. Überhaupt kein Problem. Ich habe die Ohrmeigen durch. Ich habe eine Zange da, null Problem. Aber bei dem anderen Ohr kann man ja eh schon keiner mehr neu machen, so eigentlich. Naja. Nee, die muss weg. Ich muss die Herde ein wenig reduzieren. Und wenn sie ja mal weg ist und okay, dann muss wieder ein wenig Ruhe ein, dann kann man darüber reden, dass er mal wieder ein neuer Stier herkommt. Und dann bin ich aber wirklich am Überlegen, ob der Stier dauerhaft da ist oder ob er bloß dann vorübergehend und verlässt den Betrieb dann wieder und ich habe dann wirklich bloß zum Decken da. Muss ich mal gucken. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die ist in gewisser Weise leider ein Störenfried. Die könnte man auch gut schlachten. Das Problem ist die Viehhändler. Ich habe gesagt, ich habe zwar bei einigen Viehhändlern schon gemeldet gehabt, aber die haben alle keine Interesse an Texte, weil kommt ja nur so um die 150 Kilo Fleisch raus und so und die ganzen Viehhändler, ja, welche Subos. Da kommen wir nicht. Also, mich ist so ein Spielzeug, das wollen sie auch nicht. Tja, weil sonst wäre es ja vielleicht schon lang weg. Ich versuche es ja schon die ganze Zeit, das ganze Jahr, aber mag nicht so recht. Na gut, gehen wir den Mist noch ausleeren. Mache ich aber aufkämmen und dann schnell nun den einen Seistuhl. Dann sehen wir uns wieder. Ja, dann stelle ich mich einmal kurz meiner Zieberler vor. Das ist die Brut vorher. So, 27 Stück. Rotzfrech, wie man sieht. Die wohnen momentan noch da. Für Stuhl sind wir so noch ein wenig zu klar. Und jetzt wollen sie in ihr Bett. Ich hab dann Hunger, gell? Ihr Futterschüssel ist leer. Ja, die fange ich ein und dann gibt's noch Hunde zu die Schweine und zu die Hühner und da gibt's dann auch noch was zu erzählen bei den Schweinen. So, die Saubwand ist unterwegs, oder? Dann machen wir zu. Und noch soll ein Ring kommen. So, da können wir es jetzt raus. Und das ist die Schutzplane, falls da mal ein Ring käme. Weil wenn es da richtig pisst, kann es sein, dass da jetzt oben irgendwas reintröpfelt. Und dann werden sie wenigstens nicht nass. Gut. Ja, gerade eben, wo wir ja noch... Sorry, wenn ich so hochrot bin, aber das ist sauwarm. Gerade eben, wo wir noch beide Zieber haben. Hier ins Bett gebracht und jetzt sind wir noch unten bei den Hühnern. Ja, dann gibt es da noch halt noch was zu berichten. Wasserschlauchhalle. Ja, wir haben in ganz paar Kach auf einmal Hühnerschwund. Bei aller sind die Hühner weniger geworden und irgendwann sind sie wohl bei mir weniger geworden. Die ganze Zeit ist verschont geblieben. Jetzt halt halt einmal einen Knobel. Ja.
ein Fuchs. Oder mehrere Fuchs. Naja. Das ist die beschauliche Anzahl Hühner, die ich noch hab. Mein Altgeger, der Fridolin. Der knallt diese Tode, der wo rumschreit. Ein Junge. Und 7 Hähner. Das ist alles, was noch übrig ist. Den Rest hat der Fuchskühl. Das sind 27 Zieberler. In der Hoffnung, Mensch, der schreit, ey. In der Hoffnung, dass dann, ja, nur ein paar Hähner dabei sind. Also Gegner sind bestimmt auch wieder genug, aber die kommen ja essen. Naja, und bei den Schweinen, tja. Also heuer war echt nicht mein Jahr. Ich sag ja, also, es hat schon ein paar Gründe gegeben, warum Judo bei mir so katz geraten ist und nichts mehr passiert ist. Hinten mit den Kühen die ganze Zeit. Und dann, weil das ja nicht gelangt hat, dann wurde Fuchs da. Und weil das ja noch nicht gelangt hat, dann ist mir heute noch mal ein junger Zuchtsau eingegangen, die Sandy, die ich selber gezogen habe. Das war ja die Tochter von meiner Oma. Die schaut aus wie Sau, die war draußen in der Schule gelegen. Ja, jetzt haben wir halt auch wieder bloß noch zwei. Die Oma mit ihrer, der Weg ja schon 9 Jahre. Und mein Fägelchen. Fägelchen trifft es nicht mehr, Fägel trifft es Ehre. Der ist jetzt mittlerweile auch schon 6 Jahre. Tja, der Tierarzt oder die Vertretung von meinem Tierarzt war da, ein paar Mal. Hat Spritzen gegeben, konnte aber auch nicht sagen, was es ist. Ich habe die Vermutung gehabt, Verstopfung irgendwie. Ich wüsste zwar nicht vor was, weil die haben ganz normal ihr Schrot gekriegt gehabt und genug Wasser gehabt. Und, aber ja, die hat bald nicht gekackt gehabt. Naja, und dann fahren muss er einen Dude hinangelegen. Da haben wir auch gedacht, okay. Der Haufen kriegt beim Tierarzt gelassen. Und der braucht halt eigentlich gar nichts. Ja. Dann war ich da gestanden. Die Oma die ganze Zeit waren sie ja zu zweit. Da habe ich ja immer abwechselnd gemacht. Mal waren die draußen, mal war er draußen, mal wieder die. Ja. War ja eigentlich geplant, dass die Jungs auch dann einmal gedeckt werden irgendwann. Aber gut. Hat sich jetzt dann erübrigt. Ja, dann war die Idee, ich stelle die Oma noch einmal zu einer dazu. Vielleicht klappt es ja noch mal, aber das war nichts mehr. Ich meine, die letzte Geburt war ja schon schwierig. Das war ja schon, die war ja schon bis Ultimo gestanden. Ich hatte ja gepresst gehabt und das wollte nicht, musste ja einen Tierarzt holen. Ja, ich meine, das ist 9 Jahre, da kann man keine Frage mehr. Bin ich eigentlich auch auf der Suche nach einer neuen Sau. Ich meine, es sind schon immer mal welche im Internet drin. Es stehen auch immer mal ein paar rot-bunte Husum drin. Das Problem ist halt, die sind Kilometer weit weg. Ich rede jetzt nicht von 100 Kilometern, sondern ich rede von hunderten Kilometern. Meistens halt irgendwo in Norddeutschland. Das Problem ist, ich habe keinen Hängerschein. Also bräuchte ich jemanden, der fahren kann. Und auf so weiter Entfernungen darf ich ja nicht transportieren, weil ich ja gar nicht den Tierbeförderungsschein habe für so große Entfernungen. Ja, und da, wo ich meinen auch damals hergehabt habe, die Oma und ihn, die haben leider keiner mehr. Das heißt, ja, rotbunte Husern wird schwierig. Ich habe die Hoffnung gehabt, ich kriege irgendwo was. Jetzt aktuell stehen wir wieder Fägerler in Gera. Das wäre von der Entfernung jetzt nicht ganz so weit für uns da. Aber das Problem ist halt, es sind junger Fägel. Bis die so weit sind, puh, muss man da mindestens ein Jahr warten. Ja, das war halt ja, so ein Schicksalsschlag nach dem anderen. So, ja. Es hat dann irgendwo keinen Spaß mehr gemacht. Du hast einen Haufen auf der Arbeit da. Dann kommst du heim. Dann geht er heim, die Arbeit weiter. Dann hast du teilweise ja schon Stress mit der Familie gehabt, weil es ja Stress mit dem Amt gegeben hat und mit den Nachbarn und überhaupt. Und irgendwo war die Lust dann raus. Dann habe ich keine Lust mehr gehabt, noch eine Kamera in die Hände zu nehmen. Und habe mir gesagt, naja, vielleicht morgen, vielleicht morgen. Ich meine, ich habe das Endresultat gesehen, es war lange nichts mehr. Ja. Und jetzt da bei den Schweinen, wenn ich es wieder sehe. Ich meine, tja, das ärgert mich halt. Ich dachte, ich bräuchte jetzt da eigentlich eine neue Zuchtsau und hinten die andere Kuh muss halt weg. Dann laufe ich vielleicht einmal wieder ein wenig was in geregelt, da richtig abbohnen, aber. Tja, so spielt das Leben. Ne? Wenn du denkst, das geht nicht mehr, dann kommt irgendwo noch mehr Scheiße her. Naja. Naja, denen zwar geht es auf jeden Fall gut.
Ich meine, die Oma, all das Ding, die siehst du ja halt jetzt. Oh, ich meine, die ist lange nicht mehr so kräftig wie jetzt eher, wenn ich mir ihn anschaue. Das ist ein richtiger Kavinsmann. Ist doch ein recht großer Kerl geworden. Ja, die Ohrmarken ist ausgebrochen. Die ist auseinandergefallen. Ich habe nur ja da, aber macht da mal einen ausgewachsenen Eber Ohrmarken rein. Viel Spaß. So ist nicht, ich habe schon welche, da keine Angst, gell? Also, könnte man rein machen, aber machen wir einen ausgewachsenen Eber ohne Betäubung an Ohrmarken rein. Ich möchte nicht wissen, wie es dann noch ausschaut und ob du aus dem Stuhl noch rauskommst. Ich probier's nicht. Ja, und sie hat auch ihre verloren. Aber komm. 9 Jahre alt, wer weiß, wie lange das noch hat. Wenn sie auch stirbt, kann ich die Ohrmarken immer noch nicht zwicken. Weil ich habe ja gesagt, die Oma darf bei mir alt werden, die geht eh nicht zum Schlachter. Ganz ehrlich, wer möchte denn sie noch essen? Die ist ja uralt und zäh. Und außerdem hat sie sich das nicht verdient. Die war gut am Muttersau, das hat sie auch richtig gut gekönnt. Ich habe ja immer die Hoffnung gehabt, die schafft es noch einmal. Ne, Umchen! Umchen! Ja, ich hab was für dich. Mach Tanz! Schmeckt, gell? Umchen! Du schaust aus. Na, die anderen nicht. Eins kostet schon mal hoch. Apfelteufel! Ins Gesicht! Halt nicht mehr die Jüngste, ne? Ja, die Hoffnung wollen wir vielleicht, kann ich es dann noch einmal decken lassen, aber das hat leider nicht mehr funktioniert. Schön wäre es gewesen. Also Doxy überlaufen sind wir zu zweit und das schon seit April oder Mai. Also wenn es auch gedeckt worden wäre, dann wäre es schon lange um Feigl gekommen, aber ja. Ihr seht ja keiner. Sie baut zwar immer noch fleißig Nest, so wie sie es immer gemacht hat, aber sie nimmt halt nicht mehr auf. Das ist einfach das Alte. Gut und ganz ehrlich, ob man sie noch einmal zumuten muss, muss ja auch nicht sein. Aber so hat es wenigstens Gesellschaft durchgeschrieben. Die gehen auch immer zu zweit aus. Ich meine, er hat ja auch kein Interesse mehr. Ich glaube, sie war da gar nicht mehr richtig rauschig. Und dann können sie seinen ganzen Tag da hausen. Ja, da schaut es aus wie Sau, alles umgekrochen. Können sie sich da die Schlammlöcher reinlegen. Können sie sich drin abfläzen. Ja. Wie gesagt, da bin ich auch noch abgesucht, dass ich eventuell einmal Sau kriege. Es muss halt irgendwas in der Nähe sein. Das ist das ganze Problem. Cool wäre natürlich, wenn irgendjemand die Kuh braucht und in der Nähe ist irgendwo ein Feigl, dann könnten wir einen Austausch machen. Das wäre ja geil. Ach ja, ich auch ja. Mampf. Ach komm, da. Kriegst du auch noch eins. Da Mädchen. Ja, nicht die Finger. Mal eh bloß 3 Stück. Ja, gestern um die Hühner 6 Eier gelegt, heute muss bloß 3. Ich führe immer so ein wenig Eierlisten. Ich muss aber sagen, für das, dass wir nur 7 Hühner sind, die machen mehr Eier wie letztes Jahr, die hat 10. Naja. Ja, Mahlzeit. Im Droh kommen sie einmal heu. Und aufs Heu kippe ich dann immer das Eigemachte Schrot drauf, dass das Schrot quasi auf dem Heu ist, dann fressen sie Heu und Schrot. Und das Wasser haben sie dann im Trog drin und bis früh ist der Trog wieder leer. Und dann kommt es früh wieder dieselbe Ladung rein. So haben sie dann immer ihr Wasser und immer ihr Futter. Funktioniert, hat sich bewährt. Geh, Digga! Basti! Ach, hast du auch gefunden? Ja, du bist das Sau, ja. Ja, so viel dann da dazu. Ich leere jetzt den Mist da noch aus und dann habe ich Abendessen. Und dann werden wir uns noch einmal in der Halle sehen. So, wir sind in der Halle und da bin ich aber schon ein wenig länger, weil ich war ja vorhin nach dem Essen dann gleich wieder unten, habe weitergemacht. Es ist mittlerweile 9:30. Ja, ich wollte eigentlich die Monozentra heute noch aufräumen, aber nee, das machen wir nicht mehr. Aber ich baue sie zumindest gar so weit fertig. Ja, ist gut. Salem ist mit hinein, das ist der Knatscher. Da rennt der Knallkopf. Ich baue sie heute gar fertig. Und ich baue das Zeug gar ein. Am Montag werde ich sie dann noch auf die Schleppespur vom KL300 einstellen. Die war vorhin einmal am KA15 gehängt, aber das funktioniert nicht ganz so gut, weil A hebt er nicht hoch genug. Und B, der wird von herum
auch fast ein bisschen leichter mit. Und wenn dann Saatgut drin ist, denke ich. Ist ja aber auch nicht Sinn und Zweck, soll ja hin den Karl 300. Das passt schon, weil die hat auch die schmälen Reifen. Gerade für Seemaschinen ist das, denke ich, die bessere Lösung. Der KA15 hat andere Steigen, der muss nicht vor die Seemaschine. Ja, zum Umbau. Ich habe da über einen Zuschauer, in diesem Sinne, ich nenne jetzt einfach meinen Namen, den Michael Nöll, ein paar Sehscheiben gekriegt. Das sind Sehscheiben von der Fäse Monodrill. Das ist der Typ F200. Da steht es gar nicht drauf, aber ich habe auch noch gehabt, da was drauf gestanden. Ja, bei dir steht es jetzt nicht drauf. Ich habe aber auch noch gehabt, da was eingestanzt. Da war F200 gestanden. F hängt mit den Löchern zusammen, das sind 108 Löcher. Und 200 ist der Lochdurchmesser und die Tiefe vom Loch. Also das sind Scheiben für Rüben, die setzen auf einen Abstand von 5 cm. Ja, soll man gar nicht für möglich halten, wenn man die jetzt zu sich dann macht, man doch, hä, von wegen 5 cm, da fehlt doch jeden Millimeter. Aber durch die Drehbewegung, das läuft ja alles ein wenig langsamer, das läuft ja, also bei der Monodrill direkt Antrieb, bei mir ist es ja über Kettenräder, das große Antriebsrad dreht sich. Und über Kettenräder, weil das Ganze ja verlangsamt und dann dreht sich das ja nur noch ganz langsam und dann, ja, du bewegst dich ja weiter und das Ding, das, dann passt schon der Abstand. Also bei der Monodrill sind es 5 cm, bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Typ F kennt meine Bedienungsanleitung nicht. Ist ja aber auch wurscht. Ich habe die R200 für Rüben. Die legen in Abstand 9,5 cm. Das ist, glaube ich, das geringste, was er macht. Das reicht mir, das ist in Ordnung. Und die da, da habe ich mir gedacht, die baue ich um. Dafür habe ich sie gekriegt. Wie gesagt, auf diesem Wege nochmal vielen Dank. Ihr seht, da habe ich so Markierungen gemacht. Da und da und da und da. Ich habe das ausgezählt gehabt, also dass das 108 Löcher sind. Und habe mir dann überlegt, wie passt man die am allerbesten an, dass das Ganze nichts wird? Weil die Maisräder, die originalen von der Monocentra, die haben außen wie so einen artigen Gummiring außenrum. Der, also ich vermute, verhindern soll, dass die Maiskörner zerquetscht werden oder geknietscht werden oder was auch immer. Keine Ahnung, weiß ich nicht, den Sinn und Zweck dahinter. Bei der Monodrill hat es welche gegeben. Habe ich ja über einen Bekannten gesehen. Der hat dann zu mir gesagt, oder hat mir Bilder geschickt, da sind die Scheiben komplett Alu. Also das ist Alu, wiegt fast nichts. Das ist ganz leicht. Und die sind komplett Alu. Und ja, dann war die Idee, okay, drehen wir uns das als Alu. Dann hat sich das jetzt durchgegeben. Und dann bohre ich die jetzt einfach auf. Jetzt habe ich das, wie gesagt, ausgemessen und die nächste Größe, also wenn ich jedes zweite Loch gebohrt hätte, hätte ich nur 54 Löcher logischerweise, weil es ja die Hälfte wäre. Dann wäre ich wieder bei die R, die wo ich ja schon habe. Da werden wir aber der Reihenabstand dann ein bisschen sehr gering und dann habe ich mir gedacht, schauen wir mal, wie es mit jedem dritten Loch ist und es funktioniert auch wunderbar. Also es geht richtig schön auf, gebohrt, gebohrt, gebohrt und so weiter und so fort und dann ist genau da der Abstand immer gleich, also es passt dann. Und dann komme ich auf 36 Löcher. Und 36 Löcher wäre laut meiner Bedienungsanleitung das Zellenrad L. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich für Zahl habe, weil ja, das ist die 200, ist die Angabe Zellenradtiefe, Zellenraddurchmesser, weiß keiner so genau. Ist halt für Rüben. Ich habe jetzt aufgebohrt, dass ein Maiskorn reinpasst. Ob das Ganze korrekt funktioniert, war ich sehr im Einsatz. Also vorhin habe ich sagen wir, ein paar Kanne rein und hab's einmal durchgedreht. Das hat soweit funktioniert beim Ersten. Ich gehe davon aus, es wird funktionieren. Wenn einmal eins dabei ist, was kaputt geht, ja, gut. Dann soll's so sein. Vielleicht damit leben müssen. Aber im Großen und Ganzen wird's funktionieren. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Rad Typ L. Größe weiß ich nicht. Sollte aber dann einen Abstand von um die, also wenn ich mit dem Kramer fuhr, der fährt im vierten Gong oder im dritten Gong, jetzt
müsste ich lieben, jetzt weiß ich es leider nicht. Ich glaube, im vierten Gang fährt er 7 Stundenkilometer in der Untersetzung. Ich glaube, in der Untersetzung sind 7 Stundenkilometer. Und bei 7 Stundenkilometer hätte ich einen reinen Abstand, also den geringsten von 17,5 cm. Also von Seeabstand. Das heißt, Maiskorn 17,5, nächstes Maiskorn 17,5 und so weiter. Und es sollte eigentlich für Mais ziemlich gut passen. Also den Mais, den ich jetzt immer mit meiner Dippelmaschine gemacht habe, mit der Handsäemaschine, der ist ja so in etwa den Abstand, so alle 15, 20 cm, so Pi mal Daumen. Und es hat sich ganz gut bewährt, also der geht schön auf. Der Reihenabstand natürlich bei der Dippelmaschine ist ein wenig geringer. Der ist nicht ganz so groß, aber das ist mir egal. Jetzt habe ich da dann einen Reihenabstand, die werde ich mal einstellen auf entweder 45 oder 42 cm. Kommt auf die Spurweite vom Kramer an. Also ich weiß ja, der Spurweiten von 1,60 m. Das Ganze muss ich mir natürlich dann korrekt einstellen. Ich möchte ja nicht mit dem Schleppereifen in der Spur fahren, wo dann die Saat abgelegt werden soll, weil dann funktioniert das System nicht mehr so gut, weil ich schätze mal, da werden wir vorher schön fein fräsen müssen, dass der Boden schön krümelig ist. Und dann kommt die Seeschar. Die habe ich im Übrigen auch hier drinnen liegen, weil die habe ich ja mal mit dem Gewindeschneider ein wenig nachgeschnitten, die Gewinde. Also das ist so eine Seeschar. So schaut es aus. Dürften noch relativ neu sein, so wie die aussehen. Sind noch nicht sonderlich durchgeschliffen. Da kommt noch eine Farbe dran. Gewinde nachgeschnitten, dreht sich wieder alles schön leicht. Ja, die kommen, also vorne ist eine Andruckrolle. Die drückt erst einmal den Boden vor. Also ganz vorne kommt ein Klutenräumer, das ist wie so ein Dreieck der Pfluch, der rammt erst einmal den größten Brocken weg. Dann kommt eine Andruckrolle, die vor dem hier quasi den Boden einmal festdrückt. Dann kommt der Seeschar, das schippt sich so durch, macht dann hier die Furche, wo das Korn reinfällt. Und nach dem kommt dann die Andruckrolle, das ist die. Ja, die Reifen sind nicht mehr die besten hier, aber gut, da werde ich jetzt damit leben müssen. Ich habe keine anderen. Vielleicht findet sich da mal irgendwo was, oder vielleicht finde ich raus, was das für Reifengröße ist, oder vielleicht gibt es irgendwann einen großen, dicken, fetten O-Ring, den man drauf machen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt dann die, drückt das Korn ein wenig an, und dann kommt hinten die konische Walze, die links und rechts den Dreck dann wieder ein wenig drauf schiebt und so ja, Mini-Dämmle erzeugen soll. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe so ein Ding noch nie gehabt, aber es wird wohl funktionieren. Es ist ja massenhaft gebaut worden und die wird es ja oft geben. Also denke ich, wird es funktionieren. Und dann werden wir nächstes Jahr schon sehen. Vielleicht, spaßeshalber, ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich heuer mal so ein ganz kleines Probestück aus, um die Reihenabstände zu sehen, um zu sehen, ob das System alles läuft, um zu sehen, wie die Pflanzen dann aufgehen. Das könnte vielleicht heuer gerade noch funktionieren. Also theoretisch mit ein bisschen Wasser, 2-3 Wochen, dann müssten ja die Pflanzen rausgucken, dann sehe ich ja, was passiert. Und ja, es ist ja dann nur ein kleiner Versuch, ich mache jetzt sogar einen Hektar, die dann, ja, logischerweise kaputt geht eben, aber halt noch einmal so ein glitzekleiner Versuch irgendwo, mal gucken, vielleicht mache ich das. Ich fange jetzt auf jeden Fall nur noch das letzte Bohren an, dass wir da fertig waren. Die hier braucht noch einen Schmiernippel, weil der Schmiernippel abgerissen. Das ist ein Einschlagschmiernippel gewesen, ich muss den jetzt aufbohren und muss da an Einschraub Schmiernippel nein machen, weil Schlauchschmiernippel habe ich nicht. Und dann wird es wann. Naja, bohren wir mal. Die Präboma darf ich danach sauber machen. Viele Aluspäne. Juhu! Ich arbeite übrigens ohne Bohröl, weil das funktioniert hier ganz gut. Ja, schauen wir mal. Ja. Sitz. Nächste Stelle suchen. Das erste Loch ist das Wichtigste. Ich habe den tiefen Anschlag drin und einfach mit einem 12er Bohrer reingeerzen. Ohne Bums rum da, das hat sich bewährt, das funktioniert.
gesagt, ob die Maschine dann tatsächlich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, das weiß ich sehen. Schlimmstenfalls habe ich jetzt dann ein bisschen Geld in einen Sand gesetzt, aber ich denke nicht. Ja, und die Markierungen habe ich mir gemacht, dass ich weiß, wo ich bohren muss. Weil sonst hat man nämlich echt ein Problem. So, die Maschine ist soweit erst einmal fertig. Ja, es ist Samstag noch, das heißt, die bleibt jetzt dann erst einmal vor der Halle stehen. Außer ich lege mich mit den Nachbarn an und ramse am Morgen noch auf. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Na, schauen wir mal. Jetzt können die Ketten noch abgefettet. Durch das, dass ich sie gewaschen habe, dass das alles noch einmal schön gefettet ist. Und dann wäre die Sache auch soweit gut. Da habe ich noch Saatgut gekriegt. Das Chaos da oben, das muss nicht sein. Da gehen wir ganz schnell raus. Lagerraum. Auf jeden Fall die Maschine ist soweit fertig zusammengebaut. Funktioniert alles, glaube ich. Also es lässt sich frei drehen. Eventuell muss es sich jetzt noch ein wenig einlaufen. Ich habe gemerkt, die Scheiben, die kratzen jetzt untereinander ein wenig. Das sind aber auch, so wie sie ausgeschaut haben, ziemlich neue Scheiben. Immer noch nicht viel im Einsatz. Also es sollte eigentlich, soweit funktionieren. Das ist bei mir. Das können wir ausschalten. Gut. Ja, zeige ich euch das noch. Außer natürlich, der Kamera-Akku sagt gleich nein, weil der ist nämlich ziemlich schwach. Möchte ich auch mal neuer. Wie gesagt, ich bin mit der Kamera auch nicht mehr so richtig zufrieden. So. Also, da steht die Maschine. Das sind meine R200 Seeräder. Ihr seht, der Abstand ist da ein bisschen größer.
sind 54 Löcher, also quasi jedes zweite Loch von denen, die wo jetzt da eingebaut sind. Die Maschine ist soweit abgefettet. Wie gesagt, die Antriebsketten brauchen noch ein wenig Fett. Die Unterlenker und Oberlenkerbolzen noch ein bisschen. Und dann wollte ich sagen, noch auf die Spur einstellen vom Kramer, also quasi die Laufrollen direkt hinter die Bulldografen und dass der Abstand halt alles soweit passt. Ja, ich hoffe, man erkennt es auf der Kamera und es spiegelt jetzt nicht so arg. Also, aufgebohrt sind sie. In dem habe ich es einmal ausprobiert, ob es das sieht. Deswegen liegt da ein Mais. Warum liegt da Mais? Ja, also es funktioniert. Das ist jetzt auch keine Mais, den ich verfüttere. Der ist jetzt nicht geputzt, das ist kein spezieller Sortenmais. Könnte aber funktionieren. Ja, das habe ich jetzt wie gesagt 5-mal gemacht. Alle 5 sind aufgebohrt. Und dann sollte das Ganze theoretisch funktionieren. Ich werde auf jeden Fall berichten und dann sehen wir weiter. Ja, also Maschine ist soweit fertig. Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch jetzt einmal noch meine Garage. Da ist ja auch ein bisschen was weitergegangen. Vor allem letztes Wochenende habe ich einiges gemacht. Wo ich eigentlich ja den ganzen Freitag, den ganzen Samstag da hinten gestanden und den ganzen Sonntag dann auch noch. Und habe gebaut und gebobbelt. Und ja, das Ganze hat sich, denke ich, gelohnt. Also wir haben jetzt ein Licht. Das ist allerdings nur ein Provisorium. Das sieht man da. Also, die Kabeltrommel kommt von der Werkstatt um, geht da rein und dann einfach auf meine Lampenzuleitung. Das heißt, die Sicherung ist irgendwo da. Das Ganze funktioniert halt jetzt. Also ich kann Licht ein- und ausschalten. Und natürlich funktioniert auch die Wechselschaltung. Das heißt, da drüben kann ich auch hier ausschalten. Ja, Kabelautobahn gebaut, Rohr, rum, das ist Schalter, läuft darüber in die Dosen, in der Dosenrunde der Schalter, dann läuft es Dozerlampen, dann läuft es Dozerlampen und dann kommt natürlich noch die Zuleitung von da, wo wir jetzt draufhängen. Ja, dann geht da noch ein Rohr auf für die Torantriebssteckdosen, da hängt der Antrieb noch nicht dran, der Antrieb liegt unten in der Halle, falls ihr danach gesehen habt. Es fällt nämlich noch die Torsteuerung, also die Steckdosen für den Torantrieb ist da oben. Das Rohr daneben ist für die Steuerung, geht da runter, geht da rüber, geht das Leerrohr, das zweite von oben da rüber, kommt dann noch da runter, wenn ich weiß, wo die Steuerung dann nochmal hängt. Auf die warte ich ja leider noch. Dann hängt dort die Torsteuerung von innen ein auf und das Ganze soll dann natürlich nur Fernbedienung kriegen, dass man es per Fernbedienung auch schalten kann. So, ja. So sieht es hier innen aus. Ja, momentan steht mein Zweitwagen dahinter. Das ist das alte Auto von meiner Mutter. Die hat was Größeres gebraucht. Die hat jetzt einen V4. Und der, wo übrig, also ja, so wie er halt ausschaut, habe ich noch übernommen quasi. Ich habe noch irgendwas dran gemacht. Ist eine kleine Benziner. Braucht etwa 4,5 Liter. Ja, ist manchmal nicht verkehrt, kann man in Land Rover ein wenig schoner. Also in Land Rover ist ein Diesel und immer die 3 Kilometer Arbeitsweg. Jetzt gibt es einige, die sagen, du nimmst das Vorredler, aber ja, ich muss erst den Berg runter, drüben wieder den Berg rauf und heimwärts muss ich den kleinen Berg drüben runter und dann den steilen Berg wieder rauf. Und ich habe ehrlich gesagt A, die Zeit nicht dafür, weil da waren Viecher, die wollen gemacht werden. Und B, mein Vorredler kriege ich nicht mehr auf die Reihe, weil mein Knie kaputt ist. Das ist ja schon seit ich, keine Ahnung wie alt war, 2014 müsste es gewesen sein. Vor der alten Garage wurde kaputt geschlagen, die Kniescheiben, ausgerutscht und auf dem Sonnenstar aufgeschlagen. Ja, mei. Vorradfahren geht nur noch in der Ebene, sobald ich richtig Kraft drauf bringe. Ja, schaut es nicht mehr so gut aus. Ist halt so. Naja. Ja, auf jeden Fall, so schaut das Ganze aus. Ich denke, das kann sich sehen lassen. 4 Lampen, das sind die Lichtlein Tubula, die verbauen wir auf der Erbe da relativ häufig. Tageslichtweiß, also 6500 Kelvin, glaube ich. Macht gut Licht. Da kann man was erben. Geplant ist ja, ich möchte hier noch mal Schmiede mit rein. Die soll dann da her und der Amboss, dass man da dann vielleicht auch mal was erben kann. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Und es soll ja auch Ofen rein, dass man da hinten arm heizen kann für den Winter. Jetzt im Moment, ihr seht ja, mir ist warm, ich schwitze.
Aber ja, im Winter ist es kalt. Natürlich ist dann ein wenig mehr Platz, weil das Gerüst steht jetzt momentan noch hin, welche am Erben. Und jetzt steht das Auto halt auch im Geschöpf hin. Normal stehen die zwei Bulldog dann sauber, dann hast du da schon einen schönen Durchgang, weil der Bulldog, der steht ja eigentlich so da. Fast schon hinter den Gulli. Also du hast da eigentlich schon einen schönen Platz, wo du erben kannst. Jetzt ist halt momentan, wie gesagt, da hin auf Baustellen. Da habe ich noch ein Alublech noch gemacht. Das Problem war nämlich vorne, wenn du da der Reihe raus bist, bist gerne mal mit den Schuhen beim Reinlaufen hinten mit dem Hackenhänger geblieben und der Wind. Oder bist vorne, wenn du mit schwungvoll raus bist, mit der Koppendecke hier gestoßen. Und dann war die weiße Wind nämlich immer braun oder schwarz oder wahlweiß, was man halt gerade an die Schuhe gehabt hat. Deswegen hier Tränenblech noch und die Sache ist gut. Ja, eventuell noch ein Acryl außenrum, dass kein Dreck dahinter kommt und keine Viecher. Und dann ist das auch soweit gut. Jo. Dann noch zum Thema Erntevideos. Ja, ich bin darauf angesprochen worden, ich soll doch vor der Erntevideos bringen. Wäre mal wieder schön. Wäre tatsächlich schön gewesen, wollte ich auch machen, war in Planung, hat aber leider so nicht funktioniert. Also die Heuernte habe ich ja sowieso so durchgebracht, das ist ja, da habt ihr ja die Kurzvideos nur gesehen, da habe ich nicht mehr gefilmt, obwohl ich Urlaub gehabt habe in der Woche, ich habe keine Zeit gehabt, ich habe auch keine Lust gehabt, keine Nerv gehabt. Ja, und vom Dreschen hätte ich gern Videos gemacht, das Problem war aber das, der Vater hat immer, also das Anafeld draußen hat er gedroschen, da war er zum Lohndreschen unterwegs und auf dem Heimweg war das schnell mit runter. Und hat es dann heim gebracht. Dann haben wir so gedacht, okay, ja, das kostet schon mal den Möffel machen. Aber wir haben ja noch das daheim. Ja, das haben wir dann auch nicht mehr gehabt, weil da bin ich auch vor der Arbeit heimgekommen, aber das halt auch fort. Gut. Dann war es weg. Ja, dann war es das halt mit Ende Videos. Blöd gelaufen. Das Einzige, was ich für euch habe, die werde ich jetzt da im Anschluss noch reinhängen. Das sind Videosequenzen vom Pressen. Da bin ich auch abends vor der Arbeit heimgekommen und habe mir gedacht, ich filme das noch schnell. Das hänge ich jetzt da einfach hinten an. Ich gebe da, glaube ich, auch noch mal einen kurzen Kommentar dazu ab, wenn ich mich nicht täusche im Anvideo. Ist bloß mit dem Handy schnell aufgenommen. Ist bloß so am Feldrand, weil wir haben am Donnerstag hat er gepresst. Am Mittwoch hat er, glaube ich, der erste. Mittwoch oder Dienstag? Weiß ich jetzt nicht mehr. Mittwoch, glaube ich, hat er die ersten Versuche gemacht. Das hat aber nicht gut funktioniert. Die Presse hat gesponnen, das hat es einmal beim Heu schon gemacht. Und waren immer wieder auf der rechten Seite Ballen offen. Und da unten, da hat er vier Ballen hat er geschafft und dann nur noch offener. Und dann hat er es einmal mit dem Laubbläser ausgeblasen. Und dann haben wir es auch angeschaut und dann hat er schon gesagt, ja, er weiß warum. Die Anna Gansperrfeder hinten, die war durchgeschliffen und war so halb Schöps drin hängt. Beim Anlanger ist er gar aufeinander gefallen. Gut. Dann konnte die natürlich nicht mehr funktionieren, weil sie es gar nicht mehr gehalten hat. Ja, bei Granit schnell bestellt das Ding, die kriegst du dann noch die Teile, das ist das Schöne, bei der Presse kriegst du alles. Und dann hat es, ist eher vor der Arbeit heimgekommen, hat das Zeug eingebaut und hat es ausprobiert und dann ist er gelaufen und hat es gleich gepresst. Und wie ich da heimgekommen bin, habe ich gerade das Pressen angefangen und habe gesagt, Mensch, du fährst schnell vorbei und filmst zumindest dann kleine Momente vor, dass wenigstens ein bisschen was gibt. Und ja, das sind die Videos, die blende ich jetzt an der Stelle mal ein.
Ja, Leute, tut mir leid, mehr von der Ernte kann ich euch leider nicht zeigen, weil das Dreschen wurde vor der unter der Woche gemacht, wie ich auf der Arbeit war. Getrabe gefahren oder auch unter der Woche gemacht. Ja, und jetzt war die Presse kaputt. Da war die Garnsperrfeder oder die Garnsperrfedern hinten waren verschlissen. Und die sind getauscht worden beim Heupressen, haben wir schon gemerkt, irgendwie die machen nicht mehr so recht. Es waren immer mal offene Ballen auf der rechten Seite und gestern dann die Presse haben wir kontrolliert, dann war die Sperrfeder, die Anna total schief drin und da hat man schon gesehen, die war abgerissen. Ja, die hat halt das alte, jetzt sind zwei neue Garnsperrfedern drin und ja, das ist jetzt quasi letzten Zug, also ich bin jetzt gerade vor der Arbeit gekommen. Ich stehe noch mit meinem Zweitwagen da. Ja, und jetzt habe ich gedacht, damit ihr überhaupt was vor der Ernte seht, dann wenigstens das noch, weil, ja, mehr gibt es leider dann nicht zu sehen. Dreschen ist fertig, das ist passiert. Weiter geht es dann wahrscheinlich erst mit dem Ackerbau, also grubbern, kultivieren. Und dann kommen auch Summerungen drauf, da kommt der Summergaschen her und draußen kommt Haber noch. Und draußen kommt der Mais. Vielleicht ein paar Rüben und die Kartoffeln aus. Weil dann machen wir die Flächen da komplett zum Ergaschen. Ja, ich hoffe, die kurzen Sequenzen haben euch noch gefallen. Ja, und in diesem Sinne würde ich dann sagen, das war's jetzt für das Video. Ich mache jetzt Feierabend, ich bin müde. Ich bin seit heute früh um 6 Uhr auf. Jetzt ist es 10:30 Uhr war durch. Ich muss mal schauen, ob ich das Video morgen früh schneide oder ob ich jetzt noch die Lust finde. Das weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, ich bin so müde. Nur an den Computer setzen. Ich weiß, was ich mache. Es kommt auf jeden Fall für euch. Dann habt ihr da auch noch irgendwas gesehen. Mal schauen, vielleicht mache ich dann morgen in der Garage noch ein bisschen was. Ich bräuchte, wie gesagt, noch die Bohrung arm und über. Dann kommt die Stargard, das 5,6 Dollar neu. Das ist die neue Zuleitung. Drüben da war ein provisorischer A-Box in die Werkstatt gebaut und auch die Verteilung mit drauf klingt. Die Verteilung muss umgebaut werden. Uralt und ja. Ist nicht mehr ganz zeitgemäß, müsste mal was gemacht werden. Das wäre hier nur provisorisch. Und ja, da runter wird es, da muss noch eine Rohr auf die Bodyschiene. Da muss noch eine Erden gelegt werden. Und dann, wie gesagt, muss noch eine Bohrung raus. Da kommt dann außen noch eine Außensteckdose noch. Und da liegt hier eine weiße Aufputzaußensteckdosen. Da kann man dann Weihnachtsbeleuchtung reinmachen oder halt allgemein die Kontrastbeleuchtung. Deswegen ist da eine Zeitschaltuhr reingekommen. Extra bestellt, eine Teben-Zeitschaltuhr, digital. Natürlich, jetzt zeigt sie noch nichts an, ist ein paar Strom drauf. Die war dann einprogrammiert. Und ja, dann braucht da keine mehr hergehen und muss einen Stecker hinausziehen oder eine manuelle Uhr einstellen. Und die manuelle Uhr dann wieder 20 Mal nachstellen, weil ja,
wenn es nein Winter geht, dann willst du ein wenig eher Licht haben. Und wenn es dann wieder nice Frühjahr geht, dann willst du es ein wenig später. Also abends und früh natürlich umgekehrt. Deswegen eine digitale Zeitschaltuhr, dann holt man da auch Ruhe. Und dann wird das Ganze langsam. Ja, wie gesagt, also so die Garage jetzt, das ist der aktuelle Stand. Es muss, wie gesagt, dann die Torsteuerung noch rein, dann wird das gemacht, das Kabel da noch reinziehen. Das denke ich, da mache ich das Gerüst dann nicht mehr brauchen, das müsste mit der Leiter gehen. Und ja, ansonsten wird es doch dahinter. Kellerasseln habe ich leider nur Haufen. Das ist die Feuchtigkeit dahinter, die ist immer noch nicht ganz raus. Die Wände sind halt, das habe ich ja selber verputzt, sind wahrscheinlich noch ein bisschen feucht oder keine Ahnung, Feuchtigkeit hält sich halt. Müsst ihr den ganzen Tag das Tor aufmachen, das durchlüft. Aber, naja. Nö, nee, wie gesagt. Ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Die schaut für mich, also für meins wäre ganz gut aus. Wie gesagt, verputzen habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Deswegen, wenn man da so aufs Fenster drauf guckt, natürlich. Ja, es ist keine Kerze gerader Kanten. Und ja, oben hier ist der Winkel dann ein wenig anders wie unten. Aber ganz ehrlich, scheiß doch drauf. Also hab ich verputzt. Hab ich vielleicht verhunzt. Aber es gefällt mir. Weil ich hab's selber gemacht. Und es passt zu den restlichen Gebäuden, weil ich hatte Großvater verputzt und die sind auch nicht überall 100%. Gut, er hat es besser gekönnt, er hat mehr verputzt wie ich. Aber ja, gibt es auch irgendwas, da sagst du, könnte auch noch besser sein, aber wie gesagt, also für mich. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du mal irgendwo so leichter Kanten drin hast, wie da, ich lang jetzt nicht nur, was ist die weiße Wand, nämlich schwarz. Doserkanten oder Doserkanten. Oder ja, solcher Stellen, da, oder. Das ist dann schon fast so ein Raumputz oder Morseputz. Ja, das war dann vom Reibebrett, wie ich drüber bin. Dann habe ich halt ein wenig zu viel Wasser gehabt, dann hat es ein wenig ausgeschlemmt. Das juckt mich nicht, das ist Eigenregie gewesen. Wir haben das Ding da komplett selber gemacht. Das Einzige, das war fürs Dach. Da war der Badenonkel von meinem Bruder da, der ist Zimmerer. Aber die alte Garage weggerissen, selber gemacht. Tiefbau selber gemacht. Kanalbau komplett selber gemacht. Betonage komplett selber gemacht. Das Mauern komplett selber gemacht. Das Dach, wie gesagt, da war der Zimmerer da. Das war aber auch mit sehr viel Eigenregie natürlich. Aber wir haben gesagt, welche der Statik, du willst doch jemanden, der sich auskennt und nicht selber aufs Gerade wohl und dann hast du vielleicht hinterher Eiche. Ja, und dann das Verputzen selber gemacht und ja, jetzt die Malerarbeit noch selber gemacht. Außenrum ist ja dann unten auch der Sockel wieder in der Originalfarbe, so wie es an einer restlichen Gebäude ist, in diesem Taubenblau, möchte man fast sagen. Extra die Farbe noch organisiert. Ja, doch, ist gut geworden. Ich denke, das kann man sehen, ich denke, das passt. Und für die Bulldog definitiv ein adäquater Parkplatz. Besser wie vorher. Wenn ich mir überlege, die alte Garage, da ist der. Na nu? Die alte Garage ist der KL 300, die hat nicht mehr reingegangen. Da war ja das doch so abgesackt, beziehungsweise die Buden sind ausgedrückt, dass oben die Planer angelegen war. Das ist ja schon nicht mehr gegangen. Und von der Länge her war es ja auch immer so ein grenzwertig. Da hinten schon fast die Aggerschiene ausgeschaut. Ja, und da hinten. Das ist hinten noch ein bisschen Luft. Ich kann vorne durchlaufen. Ich habe vernünftig eine Steckdosen, dass ich sagen kann, zack, bumm. Kannst du mal schnell das Ladegerät anstecken. Ich habe Platz. Ich kann an der Wand an meiner Messebalken die ganzen Trümmer aufhängen. Weil ich über oben noch im Dachboden von der Werkstatt und Teile für den Messebalken liegen. Dann kann das noch alles gemacht werden, die ganzen Ersatzmesserkörner wieder rein. Und dann ist das alles einmal schön zusammengerammt. Auch die Unterlenker für die Zwarschleppe, die können einfach an der Wende und an Haken mitgehängt werden. Dann habe ich den Unterlenker für den KL 300, den Unterlenker für den KA15. Die sind immer da, wo sie nachgehören. Ich habe dann alles an einem Platz. Es ist einmal alles zusammengerammt, es ist alles dort, wo es nachgehört. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck gewesen. Und vor allem die zwei Bulldog, die stehen alle zwei mal in eine Garage drucken. Und ich habe nicht wieder irgendwo an, der eine steht im Stottel oder in der Halle und der eine steht hinter ein Auto eingeparkt und du kommst nirgendwo gescheit nach, sondern da kann ich dann wirklich sagen, heute brauche ich den KL 300, weil ich
Weißling will und morgen brauche ich den KA15, weil ich striegeln will. Und dann konnte ich die einfach nehmen, weil die Stänger einfach parat und nicht. Ja, wie magst du das? Gut, jetzt haben wir einen Sonderfall, deswegen steht der hin. Der KA15 hängt wieder vom Ladewagen, weil ich alle zwei Tage hier das Futter mehr habe. Und ja, klar, ich könnte da jetzt dann immer wieder abhängen, könnte da drauf fahren, könnte da parken. Aber ganz ehrlich, da kann ich dann im Stadel bleiben, das ist nicht so schlimm. Das Auto brauche ich sowieso jeden Tag, wenn ich auf die Arbeit gehe. Ich könnte mit dem Landrover, wie gesagt, fahren, aber das ist Benziner, das ist nicht verkehrt. Der Landrover wird natürlich auch gefahren, ich bin heute einkaufen, bin ich mit dem gefahren. Aber der ist halt für so Kurzstrecken genau richtig, das passt eigentlich. Und dann steht er dahin auch günstig, weil dann kannst du einfach rausfahren, das Tor ist gleich offen, das Sektionaltor. Gut, ich muss es momentan händisch machen, weil es halt elektrisch noch nicht geht. Aber zack, bist da draußen und zack, kostet dann wieder parken, ist schön aufgeräumt. Ich brauche nicht das Grusarroll da unten in der Halle aufmachen. Deswegen, ich denke, das ist nicht einmal so verkehrt. Ist in Ordnung, so wie es ist. Und ja, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, machen wir Feierabend. Genug gewarft in dem Video, ob da Haufen wir fahren oder nicht erfahren. Vielleicht habe ich wieder zu viel geredet. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte wieder abgeschaltet, keine Ahnung, weiß ich nicht. Könnte mir jetzt, da musst du sagen, wer das Video wirklich bis zum Schluss durchgeguckt hat, also komplett geguckt hat, der kann ja mal Krame KL300 Baujahr 1962 schreiben. Machen wir es einmal so, wie es der Modell selber macht. Modell Eiche. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt dann noch ein schönes Wochenende oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann das Video kommt. Und wir hören uns wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis demnächst. Servus la.